Vancouver Island ist zu 91% mit Wald bedeckt. Der Wald ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftszweig und Erholungsraum für die Bevölkerung und Touristen, sondern schafft auch in den Laichgewässern der Lachs die optimalen Aufzuchtsbedingungen für die Junglachs. Gut die Hälfte der Wälder wird intensiv genutzt, die andere Hälfte ist noch in einem ursprünglichen Zustand. Ursprüngliche Wälder sind in verschiedenen Reservaten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, wie zum Beispiel im Cathedral Grove Reservat bei Port Alberni. Das feuchte Klima führt zur Bildung von langen Flechten an Ästen und Stämmen und der Boden ist mit Moos und Farnteppich bedeckt. Douglas-Tannen sind Charakterbäume von dem Reservat. Die grössten von ihnen sind zwischen 700 und 800 Jahre alt und haben einen Stammumfang von bis zu 9 Meter. Bei den kommerziellen Holzschlägen wird Schwerstgerät eingesetzt, das weitgehend kahle Flächen zurücklässt. Die Strünke der ursprünglichen Bäume, die von den ersten Siedlern gefällt worden sind, werden bei einigen Aktionen wieder sichtbar. Für die Aufforstung von solchen Flächen müssen einheimische Bäume verwendet werden. Der Transport von diesen ca. 20 Meter langen Stämmen erfolgt via Lastwagen oder Bahn direkt zu den holzverarbeitenden Firmen. Hier als Beispiel die Firma Catalyst in der Nähe von Port Alberni. Manchmal kommen die Stämme zuerst zu einem Sammelplatz, der an einer Küste oder an einem grösseren Wasserlauf gelegen ist. Dort werden sie neu gruppiert und zu Paketen zusammengefasst. Die Pakete werden dann auf recht abenteuerliche Art zu einem Floss verbunden. Diese Transportmethode ist aber nicht ganz zuverlässig, denn hier und da gehen Stämme verloren. Die werden dann zusammen mit anderem Holz irgendwo wieder an einem Strand angeschwemmt. Die Auswirkungen der grossflächigen Nutzung der Wälder auf den Lachsbestand und auf die Lachswanderung sind nicht bekannt. Im Moment scheint aber die Wanderlust der Lachs nicht negativ beeinflusst zu sein. Die Wanderung läuft ab wie eine innere Uhr und ist darin begründet, dass die Lachs das heikle Jugendstadium im klaren Wasser vom Festland verbringen, für die Wachstumsphasen aber das nährstoffreiche Meer aufsuchen. Bei der Rückwanderung zur Fortpflanzung gehen sie in der Regel zum Ort zurück, wo sie das Jugendstadium verbracht haben. Im Gegensatz zum Atlantik, wo es nur eine Lachsart gibt, gibt es im Pazifik gerade 5 davon. Je nach Art ist der zeitliche Ablauf der Wanderung ein bisschen anders. Die Überwindung von Wasserfällen, wie hier im Beispiel der Stamp Falls, ist ein faszinierendes Schauspiel. Das zeigen die Sprünge der Koholachs, die auch als Silberlachs bezeichnet werden. Auch Bear Falls im Marble River Reservat sind kein Problem für die Lachs. Hingegen die Elk Falls im oberen Abschnitt vom Campbell River mit einer Höhe von etwa 30 Meter sind für die Lachs ein unüberwindbares Hindernis. Während die Wanderroute der Lachs grössere, schnell fließende Gewässer und zum Teil auch Seen sind, werden an die Laichgründe ganz andere Anforderungen gestellt. Bei denen handelt es sich meistens um kleinere Gewässer mit eher langsam fließendem, wenig tiefem Wasser. Das muss klar, kühl und sauerstoffreich sein. Der Boden dieser Gewässer muss aus Kieselstein bestehen und die Gewässer dürfen nicht austrocknen und kein Hochwasser führen. Diese Bedingungen werden am besten durch Bachläufe erfüllt, wo sich in einem Waldgebiet befindet. Dort wirkt der Waldboden als Filter und Schwamm, der den Wasserstand reguliert. Hier sehen wir so ein Laichgewässer mit Buckellachs. Der Wasserstand ist so tief, dass die Rückenflosse und der Buckel vom Männchen zum Wasser raus schauen. Hier
Da zwei rote Sockheimändli und ein Hundslachsweibli in einem Laichgewässer. Bei einigen Beobachtungen stellt sich schon die Frage, ob nicht regelmässig natürliche Kreuzungen zwischen den fünf pazifischen Lachsarten stattfinden. Tatsächlich sind einige Kreuzungsprodukte auch gefunden worden, aber sehr selten. Sie sind für den Fortbestand der pazifischen Lachsarten kaum von Bedeutung. Die Fische sind in einem Seitengewässer vom Taylor River gefunden worden. In den Laichgewässern der Lachs entsteht nicht nur neues Leben, auch der Tod ist präsent. Das Laichgeschäft ist für den pazifischen Lachs der Abschluss des Lebenszyklus. Auf die erschöpften Lachs warten nicht nur Bären, sondern auch weitere Tiere. Es hat aber viel mehr Lachs, als für die Mahlzeit nötig wären. Letztlich dienen die Kadaver im Wald in Ufernähe als Dünger, womit sichergestellt wird, dass geeignete Laichplätze auch in Zukunft zur Verfügung stehen.